Heilige Scheiße, jetzt in 4K, fehlt ja quasi dann nur noch die passende Kamera dazu. Ich meine, wir sind mit der Qualität knapp davor. Also so ein Mini-Stückchen fehlt noch, dann haben wir 4K. Also maximal. Und heilige Scheiße, was war das für ein halbes Jahr? Das war so ein, für mich persönlich, anstrengendes halbes Jahr, das ist echt Wahnsinn. Deswegen bin ich wirklich froh über diesen Meilenstein, weil ich einfach hoffe, dass wir damit irgendwie, keine Ahnung, vielleicht mit dieser Zeit abschließen können, ein neues Kapitel aufschlagen können und nach vorne gucken können, weitermachen können und... Boah, was sich alles verändert hat, was alles passiert ist, das ist Wahnsinn. Ich weiß, ich rede da in den Videos echt selten drüber, weil, keine Ahnung, ich der Meinung bin, dass die dazu da sind, Tage aufzuhellen und nicht euch mit meinem Privatleben und den dazugehörigen Problemen irgendwie zu stressen, weil ich glaube, jeder von uns hat mehr als genug eigene Probleme. Aber alter Schwede, was alles passiert ist, wir hatten eine schwere Krankheit in der Familie, die sich zwischenzeitlich auf die Videos natürlich auch niedergeschlagen hat und das kann man, glaube ich, beispielsweise ganz gut erkennen in Super Mario 3D Land, Gerüchten zufolge, meinem absoluten neuen Lieblingsspiel, das ich... über alles geliebt habe. Und überhaupt irgendwie, meinem Vater geht schon seit Ewigkeiten nicht sonderlich gut. Das schwebt auch die ganze Zeit irgendwie so darüber. Und die Sache mit der Werbefreundlichkeit, das war das erste Mal. Ich weiß, dieses YouTube-Drama ist ja immer irgendwie. Es ist immer irgendwie. Ich habe das in ein paar Videos irgendwann vor langer Zeit mal gesagt. Das, im Prinzip ist es so ein Rhythmus von, ich sage jetzt mal, 2-3 Monaten, wo immer irgendwas Neues ist immer. Das war das erste Mal, wo ich wirklich gedacht habe, das trifft mich jetzt. Das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, Alter, nein, es muss jetzt irgendwelche Konsequenzen geben und es war grausam. Weil ich da echt Angst vor hatte, dass im Prinzip durch meinen Wortschatz so ziemlich jedes einzelne Video laut YouTube nicht mehr werbefreundlich ist. Was natürlich eine absolute Katastrophe wäre, weil diese Spiele sich nun mal nicht von selbst bezahlen. Das ist das Problem an der Sache. Und ich wollte mich partout nicht einschränken lassen und zensieren lassen. Und das war für mich damals wirklich ein schwerer Schlag, sonst hätte ich nicht darüber geredet. Die meisten Sachen, da lasse ich andere drüber reden, aber das hat mich echt getroffen. Dazu ist dann, keine Ahnung, ich hatte so viele Probleme mit OBS dazwischen und ach, was weiß ich noch was. Also, ey, ohne Witz, das war ein so fürchterlich anstrengendes halbes Jahr, in dem ich das Haus im Prinzip kaum verlassen hatte. Ich habe im Prinzip, wir haben kaum was unternommen. Das war jede einzelne freie Minute in diesen Kanal gesteckt. Und dann kommt dieser Nackenschlag mit der Werbefreundlichkeit, und hast du nicht gesehen, kommt da noch oben drauf. Puh, das ist ein gutes Gefühl, dass diese Zeit vorbei ist, Alter. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich dann auch die schönen Sachen irgendwie. Das ist natürlich dann diese ganze Sache mit der nochmal Werbefreundlichkeit, womit wir da hoffentlich für dieses Video abgeschlossen haben. Das sie dazu geführt hat, dass wir jetzt angefangen haben zu streamen. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das dann so, und vor allem wie sich das dann so entwickelt, ob wir das jetzt wirklich regelmäßig hinkriegen, ob das eine gute Sache ist, dass diese Sachen dann die ungeschnittenen Gameplay-Videos etc. pp. Ersetzen, und dann wollen wir mal sehen. Also ich habe da fürchterlich viel Spaß dran, weil diese Live-Interaktion ist schon eine fantastische Sache, wenn man dann da entspannt sitzen kann, und für die Leute, die beim ersten Stream am Montag dabei waren, die werden wissen, wovon ich rede, dass man sich am Ende dann noch ein paar Minuten dahinsetzt, einfach mal, keine Ahnung, eine Runde miteinander quatscht. Immer klar, wir haben die Kommentare hier und das ist schön und gut, das ist alles fantastisch, überhaupt kein Thema. Aber dann live dazu sitzen, ein paar Fragen zu beantworten, sich einfach mal zu unterhalten, einfach mal entspannt ein bisschen runterzufahren und sich ein bisschen zu unterhalten. Das hat mir echt fürchterlich viel Spaß gemacht und deswegen, ich bin mal sehr, sehr gespannt, zu was das führt und wie weit wir es damit dann auch bringen. Wie gesagt, wenn die Sachen so, wie ich sie plane, von euch angenommen und akzeptiert und geschaut werden, dann gerne regelmäßiger. Müssen wir dann mal sehen. Wie gesagt, von mir aus sehr, sehr gerne. Ich hatte da wirklich fürchterlich viel Spaß dran. Ich hoffe, dass man das merkt. Und das war eine schöne Sache, dass man damit natürlich dann auch, wo wir gerade schon bei dem Thema waren, so ein bisschen ein neues Kapitel mit anfangen kann, so ein bisschen mit dem Alten abschließen kann, was Neues machen. Einfach nach vorne gucken. Nicht immer nur in demselben Trott irgendwie verfallen, weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr gefährliche Sache. Wenn du jeden Tag im Prinzip dasselbe machst, dass du erstens irgendwann womöglich dich selbst langweilst und zweitens dadurch natürlich auch dann in den Strudel kommst, der irgendwie dafür vielleicht sorgt, dass nicht mehr alles ganz so optimal ist, wie ich mir das persönlich womöglich vorstelle. Was übrigens auch der Grund ist, aus dem ich angefangen habe, die meisten einzelnen Videos deutlich mehr zu bearbeiten. Also jetzt nicht dieses ganze Ungeschnittene zu lassen, sondern ein bisschen mehr damit zu machen, ein bisschen die ganzen kurzweiliger zu machen. Die Videos sind im Schnitt dadurch kürzer geworden, aber deswegen darf man jetzt nicht dem Irrglaube verfallen, dass ich deswegen weniger Zeit da reinstecke. Das genaue Gegenteil ist der Fall, weil ich mindestens genauso viel für die Videos aufnehme, teilweise meist eigentlich ehrlich gesagt sogar länger. Also wenn ich jetzt früher mal so ein schlechtes Spiel oder irgendein Flashgame aufgenommen habe, dann hat die Aufnahme für, 15 Minuten gedauert und das Video war 14 Minuten lang. Jetzt ist es häufig so, dass die Aufnahmen dann eine halbe Stunde dauern und das Video ist am Ende 12 lang und deutlich besser bearbeitet. Meiner Meinung nach deutlich besser und auf jeden Fall deutlich mehr bearbeitet, sagen wir mal so. Weniger ist natürlich auch oft mehr, aber wollen wir hoffen, dass es dann zumindest ein kleines bisschen noch zur Unterhaltung beitragen kann, nicht wahr? Also das ist das, was dahinter steckt. Ich hoffe, dass es aufgefallen ist, dass in den Videos einfach mittlerweile sehr viel mehr Aufwand steckt, abgesehen von den ungeschnittenen Gameplay-Videos. Die sind bestenfalls immer noch dasselbe Qualitätsmerkmal wie vorher, nicht wahr? Aber diese ganzen einzelnen Videos, auch die Reddit-Videos, die sind auch neu dazugekommen, an denen ich sehr, sehr viel Spaß habe. Ich habe den Eindruck, dass viele von euch da sehr viel Spaß dran haben. Das macht mir fürchterlich viel Spaß, einfach mal so ein paar Sachen anzugucken. So ein bisschen auch da wieder einfach so ein bisschen zu quatschen, so ein bisschen, weißt du, den Horizont erweitern und, keine Ahnung, Sachen sehen,
den man sonst, ich hatte das in so einem Reddit-Video selbst schon gesagt, vielleicht nicht zu sehen bekommt. Allein dafür, euch die Sachen zu zeigen, mit euch diese Sachen zu teilen. Das macht mir Spaß und das macht mir noch mehr Spaß, wenn ich sehe, dass ihr daran Spaß habt, weil das ist nun mal der Sinn hinter dieser ganzen Sache hier. Ansonsten könnten wir damit im Grunde genommen auch aufhören. Aber das wollen wir natürlich nicht tun, weil hier geht es um euch, es geht darum, euch zu unterhalten. Und umso mehr, wie gesagt, freut mich, dass diese Videos bei euch scheinbar so gut ankommen. Ziemlich cool, freue ich mich sehr drüber, Alter. War übrigens auch ein relativ langer Entscheidungsprozess, aber auch da werden wir bestenfalls jetzt nicht drauf eingehen. Heilige Scheiße. Was ist noch passiert? Wir hatten eine Challenge mit Winbusel und die Dinger werde ich meinen Lebtag nicht mehr anfassen. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir den Scheiß jetzt hinter uns haben, ein für alle Mal. Was wir allerdings brauchen, sind diese komischen Dingeskirchen-Ekel-Limonaden, diese Dinger. Es gibt so Limonaden, ich weiß nicht, in den USA gibt es die relativ häufig, aber die schmecken dann nach, keine Ahnung, Barbecue-Dressing oder so ein Kram. Davon hätte ich gerne, aber die finde ich nirgendwo. Wenn irgendwer dafür eine Quelle hat, sehr gerne her dafür. Mit. Ich hätte gedacht, dass wir dieses Video jetzt dafür nutzen würden. Das ist ja auch mal was Neues, oder nicht? Was gab's noch? Boah, es gab Probleme mit dem BAföG-Amt und was weiß ich noch was alles. Ich glaube, einige wissen das überhaupt nicht, dass ich nebenbei arbeite und studiere. Diese Drecksäcke haben mich mal komplett ausbluten lassen und das kam dann auch noch dazu. Also so ein Nackenschlag, weißt du? Das zusätzlich zu dieser Sache mit doch nochmal Werbefreundlichkeit. Dazu noch die Sache, dass das BAföG-Amt ja auch noch Geld wieder aus der Tasche nimmt und das nicht im kleinen Maße, sondern durchaus voluminös. Puh, das war wirklich alter Schwede. Es war vermutlich, und ich neige, was das angeht, echt nicht zur Übertreibung, sondern versuche wirklich immer das Positive zu sehen. Aber ich glaube wirklich, das war eins der, wenn nicht das anstrengendste halbe Jahr meines gottverdammten Lebens. Ohne Scheiß. Aber damit haben wir abgeschlossen und da bin ich sehr, sehr froh drüber. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir, wie gesagt, jetzt vorangucken können und dass wir jetzt dann Neues versuchen können und dass wir weiter zusammenwachsen und das ist cool. Vor allem natürlich in Zeiten, in denen es, keine Ahnung, mir vielleicht mal nicht ganz so gut geht. Ich will das in den Videos nicht raushängen lassen, deswegen, keine Ahnung, habe ich da bisher selten bis gar nicht drüber geredet, weil wie gesagt, ich finde nicht, dass es hier hingehört, aber das ist jetzt mal so ein Anlass, wo ich mir dachte, weißt du was, schieß aus der Hüfte und mach mal einfach. Und gerade in diesen Zeiten ist es natürlich dann umso wichtiger zu wissen, dass ihr dann hinter mir steht. Dass ihr in Zeiten, in denen vielleicht es mir manchmal ein bisschen schwerfällt, an alles Gute zu glauben und daran, dass das hier alles irgendwie mal gut ausgehen wird, dass ihr dann da seid und an mich glaubt. Das ist mir viel wert und das ist wirklich, das ist unbezahlbar, gerade in solchen Situationen absolut unbezahlbar. Weil das wirklich manchmal nicht einfach ist, wenn um einen rum irgendwie gefühlt nur noch Scheiße ist. Man kennt das. Jeder kennt die Situation, in der dann irgendwie alles auf einmal und am besten dann noch oben drauf eine Kirsche und so. Und das sind dann die Zeiten, wo wirklich es absolut nicht bezahlbar ist und schwer in Worte zu fassen ist, wie wichtig das ist, dass man morgens aufsteht und sieht, okay, hier sind Menschen, die glauben an einen, hier sind Menschen, die glauben an das, was man so tut und die sind Menschen, die das, was man so tut, mögen und unterstützen. Das ist in diesen Zeiten wirklich extrem wichtig gewesen. Dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar, weil ihr seid diejenigen, zusammen mit meiner Frau, die mich durch diese Phase durchgetragen haben. Also an dieser Stelle danke dafür. Was natürlich nicht heißt, dass mich die anderen Leute um mich rum irgendwie im Stich gelassen hätten. Nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, aber meine Frau ist da nun mal am nächsten dran und deswegen hat sie mir da natürlich am meisten mitgeholfen, zusätzlich zu euch. Und das war vermutlich mit das Wichtigste, keine Ahnung, seit langer Zeit, wenn nicht gar in meinem ganzen Leben, ohne Scheiß. Nebenbei dann auch noch meine Mutter etwas finanziell in die Bresche mitgesprungen, wegen diesem gerade erwähnten BAföG-Kram, also auch das sind so viele Sachen, die ich habe so viele Menschen, die mir in den letzten Wochen und Monaten geholfen haben, mit einer Zeit, die echt beschissen war. Ich sag das wirklich selten, das ist kein dummes Geheule, ich würde das wirklich nie sagen, wenn es nicht so wäre. Und das war einfach ein schönes Gefühl, das war sehr, sehr, teilweise sehr beruhigend und was sehr, sehr wichtig ist in Zeiten, in denen ich dazu neige, unruhig zu werden, weil ich einfach von mir selbst erwarte, dass Dinge funktionieren und dass Dinge auf einem, ich sag jetzt mal, gewissen Niveau sind, mit dem ich dann zumindest zufrieden sein kann. Und da neige ich dazu, unruhig zu werden. Und diese ganze Sache hat mich wirklich teilweise sehr, sehr beruhigt. In Zeiten, in denen ich teilweise kaum schlafen konnte. Und deswegen, wie gesagt, wirklich von Herzen, von tiefstem Herzen, danke an alle, die da geholfen haben. Danke an euch, danke an diese großartige Community, die diesen Kanal hier trägt bis heute und hoffentlich bis ans Ende aller Tage. Wenn es nach mir geht, keine Ahnung, also mache ich das hier noch aus dem Sterbebett. Und es ist einfach wirklich ein unbeschreibliches Gefühl. Ich weiß, ich sage das in diesen Vlogs vermutlich jedes einzelne Mal, aber das ist wirklich für mich schwer in Worte zu fassen. Weil das irgendwas ist, was ich im Prinzip nie erwartet habe und deswegen bin ich dafür immer noch jeden einzelnen Tag dankbar. Zumal es was ist, was mich wirklich motiviert, einfach weiterzumachen. Was mich motiviert, weiterzumachen. Dass ich irgendwann mal in Bezug auf irgendwas im Prinzip sowas wie eine Arbeitsmoral entwickeln würde, das war im Prinzip vor anderthalb Jahren noch nicht, oder vor zweieinhalb Jahren noch nicht vorhersehbar. Und deswegen macht mir das einfach unheimlich viel Spaß. Das macht mir unheimlich viel Spaß und ich stecke so viele Gedanken da rein und ich mache es gerne, das ist der springende Punkt. So viel Energie, wie hier drin steckt, so viel Hirnschmalz, so viele Gedanken, wie hier drin stecken. Aber es macht einfach nur Spaß. Es macht einfach nur Spaß. Also würde ich es nicht machen. Weil ich glaube, ich meine, manchen Leuten ist es vielleicht nicht ganz so bewusst, weil es anhand der Spieleauswahl manchmal vielleicht auch nicht ganz so rüberkommt. Aber im Prinzip, hinter jedem einzelnen Video, was hier auf diesem Kanal hochgeladen wird, steckt
irgendeine Idee. Hier ist nichts irgendwie willkürlich und jetzt mach doch mal einfach, hinter jedem einzelnen Video steckt mindestens, ohne Scheiß, mindestens eine halbe Stunde irgendeine Recherche zu dem Spiel, zu was weiß ich, zu allem. Zu allem, was mit dem jeweiligen Video zu tun hat. Was könnte man machen und so weiter und so fort. Also das, nicht, dass irgendwer denkt, wir machen das hier willkürlich oder suchen bewusst nur diese und diese. Also nein, 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 das ist alles, das ist... Natürlich alles durchdacht. Da muss man mir dann jetzt auch mal vertrauen, nicht wahr? Also, das ist quasi dann jetzt das Wort zum Sonntag. Ich hoffe, die Menschen glauben mir. Ah, es war eine Zeit. Was weiß ich. Guck mal, am Ende sitzt du dann vielleicht da und denkst dir, weißt du was, scheiß drauf. Das halbe Jahr war es wert. Du bist daran gewachsen, du hast daraus gelernt. Was weiß ich. Als Mensch dran gereift. Ich habe keine verdammte Ahnung. Irgendwas wird es am Ende mit Sicherheit wert sein. Ich hoffe es zumindest. Also, meine Damen und Herren, nochmal vielen Dank wirklich dafür, dass ihr hier mit mir zusammen wachst und dass das so viel Spaß macht mit euch, jeden Tag diese Videos zu teilen. Dadurch, dass mittlerweile mehr Arbeit da drin steckt, habe ich in meinem Leben, also sage und schreibe den 2,5 Jahren dieses Kanals, noch nie so viel Spaß gehabt, die jeweiligen Videos mit euch zu teilen, mich darauf noch nie so gefreut, Sachen mit euch zu teilen, weil, keine Ahnung, weil ich viel Liebe reinstecke und weil ich deswegen sehen möchte, wie ihr darauf reagiert, was ihr zu den Videos zu sagen habt und wie ihr zu den Videos steht. Und keine Ahnung, ob ihr was zu lachen hattet, vielleicht auch nicht, ob ihr euch freut, ob ihr mit mir traurig seid, kommt ja auch manchmal vor. Und solche Sachen, das ist einfach eine extrem coole Sache. Deswegen, wie gesagt, danke. Von tiefstem Herzen, danke. Auch wenn wir womöglich noch nicht ganz in 4K streamen. Allerdings habe ich mir sagen lassen, dass Elgato in naher Zukunft wohl scheinbar an einer 4K Capture Card arbeitet. Man bräuchte dann zwar noch eine 4K-fähige Konsole, wobei die PS4 Pro kann das. Da können wir ja bald womöglich auch mal in 4K streamen. Da wird man Internet-Dingsbums mit Sicherheit gut mithalten können, nicht wahr? Der Wahnsinn. Dafür bitte, meine Damen und Herren, den Like-Button kaputt, busch, busch, kloppen und so weiter und so fort. In den Kommentaren feiert ihr euch gefälligst selbst heute, liebe Leute. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Hochoffiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, liebe Leute, ich hoffe, es werden noch ein paar. Tschüss.